Hallo Freunde und Bausanierer, alle die, die im Altbau sich wohlfühlen und da gerne werkeln und vielleicht auch ganz interessante Projekte vor der Nase haben. Heute haben wir nämlich so ein interessantes Projekt. Sie sehen mich jetzt hier in so einem Altbau in einem Bad und hier haben wir was ganz Interessantes und Besonderes vor. Zum einen haben wir ja alte Dielen. Die Dielen sollen beibehalten werden, schön geschliffen, neu aufbereitet werden. Aber wir möchten auch hier einen Nassbereich schaffen. Schön abdichten, mit Vinylplanken an den Wänden, keine Fliesen, sondern Vinylplanken an den Wänden, schöne Akzente setzen, auch natürlich Glasscheibe da vorsetzen, auch das Ganze vom Bodentiefenbereich, also bodentiefe Dusche und Nassbereich schaffen, wo das Wasser abläuft, all diesen Aufbau machen, auch das Ganze abdichten drumherum. Auch noch hier an der Stelle Putzarbeiten müssen noch gemacht werden, auch im WC-Bereich wird auch nochmal abgekastet und auch mit Vinylakzente gesetzt, aber auch hier noch ganz wichtig, wie regelt man die ganze Feuchtigkeit? Alles wird hier mineralisch aufgebaut. Das heißt, die Putze wie auch nachher die Farben. Wir gehen in diesem Video in die Details. Wir zeigen Ihnen Step für Step, wie man es macht. Folgen Sie uns und ich hoffe, das Thema interessiert Sie. Die Entkopplungsplatten dienen in erster Linie dazu, das Arbeiten, heißt Dehnen und Schrumpfen, der OSB-Platten vor der Dichtbahn zu entkoppeln und in unserem Fall auch, um den Höhenunterschied zur Ablaufrinne so zu überbrücken.
Beim Abdichten der Dusche werden erst die Bahnen zugeschnitten, der 2K-Kleber angemischt und dann beginnen wir mit dem Abdichten. Zuerst die Rinne, dann die Wände und zum Schluss der Boden. Den Kleber mit Rolle oder Spachtel satt auftragen und die Bahnen einlegen. Ganz wichtig, die Bahn mit einem Spachtel andrücken, um Einschlüsse zu verhindern und eine flächige Verklebung zu bekommen. Wasseranschlüsse müssen mit Dichtmanschetten abgedichtet werden. Die gibt es in unterschiedlichen Größen auch bei uns im Shop. Die Abdichtbahnen werden Stoß an Stoß verklebt und anschließend werden die Stöße und Ecken mit Dichtband und Eckstücke abgeklebt. Wir verwenden hier eine gebrauchfertige mineralische Spachtelmasse und ein Spachtelvlies, das hier eingearbeitet wird, um Risse und Unebenheiten zu überbrücken und eine schöne glatte Fläche zu bekommen. Das Vlies verhindert später Rissbildung. Ein kurzer Zwischenbericht. Sie konnten das ja im Video schon recht gut entnehmen. Die einzelnen Etappen, wie wir den Aufbau gemacht haben im Duschbereich, bodentiefe Dusche, da kommt ja auch Vinyl rein, wie das abgedichtet ist. All das hat Konsens sehr gut verfolgt. Wir wollen jetzt rübergehen zum Vinylkleben, aber auch hier noch ein kleiner Hinweis. Wir sind ja hier im Duschbereich und hier bildet sich ja auch nach der Dusche immer wieder Feuchtigkeit, das sich dann an die Wände niederschlägt. Und wir empfehlen an dieser Stelle Farben zu verwenden mit Sol-Silikat. Das heißt, dass die Feuchtigkeit aufnehmen kann und trotzdem runtertrocknet, um die Schimmelbildung bei Ihnen zu verhindern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn Sie mit falschen Farben arbeiten und es bildet sich dort Wasser und für Schimmel ist ja Wasser und Feuchtigkeit die ideale Nährboden und so wollen wir das mit den richtigen Farben verhindern. Wenn Sie dort noch Fragen haben und Hilfe brauchen, melden Sie sich bei uns. Diese Produkte wird es auch in unserem Online-Shop geben, finden Sie auch. Folgen Sie uns jetzt im Video weiter. Wir legen los und verlegen jetzt die Flächen und malern die Flächen auch. Vor dem Verkleben der Vinylplanken planen wir das Fugenbild und schneiden die Planken zu.
Dann nur noch den Spezialkleber für die Nasszellen aufziehen und die Vinyldielen einlegen. Ganz entscheidend und wichtig, es müssen bei allen verarbeiteten Punkten und Produkten immer die Verbrauchsanweisung gelesen und eingehalten werden.
Ja, ist das nicht der Hammer, das Ergebnis, wenn Sie das jetzt so angucken und das Video verfolgt haben, von Anfang an bis jetzt zum Ende? Ich finde es richtig großartig. Auch gerade hier zum Boden nochmal. Uns geht es nicht darum, dass Sie so einen hervorragenden Holzboden irgendwie einfach nur noch mit neuem Boden überdecken, sondern hier auch die Möglichkeit, wirklich aufzufrischen, aufzuarbeiten und dann so ein geniales Ergebnis zu bekommen. Angefangen wirklich Rohbauzustand mit den ganzen Spachtelarbeiten, Putzarbeiten, bis dann rüber mit den Abdichten und Aufbauen im Duschbereich. Und dann haben Sie halt eben auch im Vinyl, mit dem Vinyl halt eben solche Ergebnisse können Sie erzielen. Ich finde das hervorragend. Ich finde das ganz, ganz toll, gerade im Renovierungsbereich, mit den Farben speziell auch für Nassbereiche. Und dann halt eben auch Holzboden nochmal aufbereiten, schleifen, ölen, Dichtstoff rein und voilà, das ist das Ergebnis. Richtig toll, ganz klasse. Lassen Sie sich Muster zuschicken, wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie so einen Altbau haben, melden Sie sich bei uns, wir helfen Ihnen selbstverständlich für Ihre Baustelle und weitere Videos werden folgen. Bis dahin, Ihr Planeo-Team. Tschüss.